Eine äußerst praktische Funktion, um wirklich effizient mit PowerPoint arbeiten zu können, sind die sogenannten Masterfolien. Ich mache mal eine neue leere Datei auf. Ich brauche für meine Fotokurse jeweils eine ganz schlichte schwarze Präsentation, also ohne Hintergrundbilder und so weiter, die die Bilder möglichst groß zeigt. Das gibt es nicht schon vorgefertigt, sondern die mache ich jetzt manuell. Über Ansicht Master, Folienmaster oder du kannst es auch hier über diesen Reiter wählen, Folienmaster, bist du in der Grundvorlage, die jeder neuen Folie, die erstellt wird, zugrunde liegt. Hier die oberste, das ist die Hauptfolie, die überträgt sich auf alle untergeordneten Varianten mit den verschiedenen Platzhaltern. Bevor ich jetzt aber beginne, muss ich das Seitenverhältnis noch auf 4 zu 3 ändern. Ich habe einen älteren Beamer und jetzt kann ich da unter Hintergrundformate als Hintergrund schwarz wählen, automatisch wird die Schrift weiß gemacht. Ich könnte jetzt da bequem noch die Schriftart ändern. Ich habe heute schon mal die Helvetica benutzt, ich nehme sie gleich nochmals. Und auch diese Liste lässt sich schnell umformatieren. Ich könnte andere Listenpunkte und die Schriftgröße ändern. All diese Formatierungen, die übertragen sich automatisch auch auf die entsprechenden Varianten der Mastervorlage. Und jetzt brauche ich also dieses neue Design, das eben einen Platzhalter hat, der möglichst formatausfüllend ist und darunter ein Platzhalter für die Bildunterschrift. Dafür gehe ich von einem bestehenden Layout aus. Ich kopiere dieses Layout. Mit Befehl V wird es eingefügt. Ich habe hier jetzt also zwei identische Layouts. Damit ich die wieder unterscheiden kann, gebe ich der da einen neuen Namen. Mit Rechtsklick umbenennen. 1, Bild und Unterschrift. Jetzt kann ich diese Platzhalter verschieben. Der kommt mal nach oben, der da nach unten. Bleibe gleich bei dem. Den ziehe ich über die ganze Breite. Die Schrift soll nur 18 Punkt sein. Zentriert. Und natürlich als Bildunterschrift brauche ich nur einen schmalen Streifen. Und jetzt kann ich dafür diesen Platzhalter hier über die ganze Seite bis zu dieser Bilderunterschrift dehnen. Hier bin ich ein bisschen zu weit und habe nun mein maßgeschneidertes Layout. Schauen wir das mal an. Über Ansicht normal bin ich wieder in der Standardansicht. Ich kann hier einen Titel eingeben und wenn ich eine neue Folie mache, so siehst du, ist mein neues Layout hier schon in dieser Liste. Und probieren wir es gleich aus. Ich kann einfach das Bild reinziehen und es wird mir so formatausfüllend wie möglich in diesen Platzhalter hineinkopiert und hier unten kann ich bequem eine Bildunterschrift eingeben. Ich mache das jetzt wieder rückgängig, lösche diese Folie und diesen Titel hier auch, damit ich also wieder beim Ursprung bin. Wenn ich das jetzt in Zukunft erneut brauchen möchte, könnte ich natürlich diese Präsentation wieder aufmachen und unter einem neuen Namen speichern. Ich speichere sie jetzt als sogenannte Vorlage, Datei, als Vorlage sichern. Automatisch wird hier das Format angepasst, nicht PPTX, sondern PUTX und es wird mir auch der richtige Speicherort für Vorlagen, der ist ziemlich versteckt hier in der Library vorgeschlagen. Ich wähle jetzt Diashow Schwarz als Name, speichere das, wenn ich sie schließe und
neu als Vorlage wähle, so ist jetzt neu diese Vorlage bereits in meiner Startseite. Mit einem Doppelklick ist schon eine neue leere Datei basierend auf meiner vorhin erstellten Masterseite bereit.